Ladies and Gentlemen, ich rede wieder aus dem Off. Was heißt, es ist wieder Zeit für ein Duell. Und heute spiele ich gegen David. War auch sehr witzig, ein bisschen kürzer das Video, wo er das verlegen könnte. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Bock drauf noch. Nächstes Mal dann aus den Battle Packs. Das heißt, müssen uns ein Deck aus ein paar Boostern zusammenstellen. Wird auch wild. Jetzt erstmal noch selber zusammengestellte Decks. Ich heute mit meinem Elementar-Deck gegen Rotaugen-Deck von Dave oder David. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock drauf. Like und Abo würden uns freuen. Ist natürlich kein Zwang. Jetzt erstmal Duell, Action und ja, have fun. Komisches, aber ja. Und ja, dreimal angreifen war mir lieber als drei Karten zerstören, bis Sven gerade eben. Er hatte ja keine mehr. Ja, klar. Ist verständlich, bin ich ehrlich. Das war schon. So, ich hab Play dich jetzt mit meinem. Achso, mit meiner mächtigen Schwester. Schade. Boah, Boah, Scherenposition war wild. Aber jetzt geht's weiter. Boah, Fistbump. Boah. Weiter geht's. Boah. Jawohl, Play. Nein. Boah, Play. So, alias Miesba, vielen Dank für den Follow. Komm. Diesmal mache ich es ein bisschen entertainischer, weil. Hm? Ja, jetzt ja, du ein bisschen Entertainment her. Snaggy, weißt du? Ja. So. Als allererstes spiele ich eine verdeckte Karte. Aktiviere eine wunderschöne Zauberkarte namens Rotäugige Fusion. Mhm. So, dann nehmen wir einmal den hier und einmal den hier und legen die beiden auf den Friedhof, mehr oder weniger. Ja, aber da. Und spielen den Meteor-Kometen, den Meteor-Schwarzhaar-Kometendrache. So, ja. Dürfte dir schon bekannt sein. Guter Start, hab ich schon mal gehört, ja. Wird jetzt, by the way, als rotäugiger schwarzer Drache umwandeln. Mhm. Oder auch Rotaugendrache genannt. Ja. Dann schmeißen wir die Karte ja von meiner Hand auf den Friedhof. Du kriegst 200 Euro, genau. Ich krieg 200 Euro? Oder, 1200 sogar. Boah! David, heute ist aber Gönner. Naja, heute bin ich Gönner, ja. Hier war der Donation, geht raus. So, aber damit war es ja noch nicht. Ja. Ich aktiviere doch gleich mal den Effekt von Rückkehr der Rotäugigen. Mhm. Benutze den Effekt gleich mal und spiele diese wunderschöne Karte im Verteidigungsmodus. Ja. So. Jetzt kannst du weitermachen. Sehr schön. Danke dafür, ich spiele Superpolymerisation. Wenn ich jetzt nämlich eine Karte ablege, kann ich zwei Monster auf dem Spielfeld miteinander fusionieren. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das und ich fusioniere deine beiden Monster, um den Hunger-Gift-Fusionsdrachen auf meinem Spielfeld zu beschwören. Das ist halt nicht dein Ernst. Da, hat auch noch einen schönen Effekt. Oh, ist das dein Ernst? Alter. Sein Spezialeffekt kommt jetzt nicht zum Einsatz, weil keine Monster auf dem Feld sind, die das jetzt triggern würden. Ja? Aktivier den Effekt, ne? Mhm. Wunderschön, wunderbar, ne? Ja. Ja, da hol die mir wieder aufs Feld, in Verteidigungsposition. Mhm. Ah, ich fange jetzt nicht an, wie es wenn jetzt zu jammern, aber wäre geil, wenn du nicht machst, ne? Okay, schon geil, ne? Aber jetzt 2-8 kriege ich nicht so hin. Okay. Ich tue mich einfach mal aus. Ich spiele jetzt Elementarheld, standhafter Soldat. Aktiviere seine besondere Fähigkeit, das erlaubt es mir einen weiteren 4 Sterne Elementarhelden von meiner Hand aufs Feld zu beschwören. Ich entscheide jetzt mich für Alien. Für den schwungvollen Soldaten. Okay. Er ist auch wild. Als nächstes spiele ich die Zauberkarte Fusion. Müsste dir auch bekannt sein. Was es mir erlaubt, Elementarheld absoluter Nullpunkt zu beschwören, indem ich meine beiden Elementarhelden jetzt miteinander fusioniere. Alter, Janek hat richtig reingesucht. Und ich beschwöre ihn direkt nochmal. Er hat richtig reingesucht. Was sind denn das für Karten? Und dadurch, dass der standhafte Soldat jetzt auf dem Friedhof ist, yeah, kann ich aktiviert seine Fähigkeit. Ich kann den schwungvollen Soldaten nämlich jetzt spezial beschwören. Oh, ja. Alter. So, erstmal darf ich zwei Karten ziehen.
Wenn ich jetzt eine Karte auf den Friedhof lege, ne, dann geht das. So, jetzt darf ich ihn als in Verteidigungsmodus wieder beholen. Dadurch, dass ich jetzt aber gerade Schattennebel wieder auf den Friedhof gelegt habe, darf ich einen Elementarhelden aus meinem Deck auf die Hand packen. Ja? Ja, ne, gerade. Oh. Alles klar. Ja, weiter geht's. Ich spiele erstmal noch Wunderfusion, habe ich gerade gezogen. Dadurch, jetzt kann ich aus meinem Friedhof zwei Monster entfernen. Beziehungsweise, ich weiß. Und kann dann noch einen Elementarhelden rufen. Ich entscheide mich für Elementarheld Sunrise. Na, gibt noch ein paar Angriffsbonusse, ne, für jeden dafür. Ja, genau! Dadurch, dass ich ihn beschworen habe, darf ich übrigens noch eine Wunderfusion auf die Hand packen. Alles gut, David, alles gut. Wunderfusion kommt nicht zum Einsatz. Ich spiele nämlich jetzt Neos Fusion. Wenn ich den nehme, jetzt kann ich mir aus meinem Deck zwei Monster nehmen, als Material, den Neos enthalten. Ich entscheide mich für Neos und den Regenbogen Finsternis Drachen. Ich spiele Regenbogen Neos. Jetzt müssen wir aber die komplette Ehre, ne? Also, und ich aktiviere seine Fähigkeit, wenn ich jetzt nämlich ein Monster aus meinem Feld auf den Friedhof lege. Ey, du hast wirklich Regenbogen Drachen? Nee, Neos-Fusion, da brauchst du keinen, kann das sein? Für Neos, Regenbogen-Finsternis-Drache habe ich extra im Deck nur für den Regenbogen-Neos. Lol, Alter, wenn ich jetzt den Schwung von Sardan auf dem Friedhof lege, wird dein Drache wieder ins Deck gemixt. Und jetzt kann ich ja noch angreifen. Was ist das? Komm, beend's gleich. Komm, zieh durch. Zieh durch, was ist das? Ich muss auch sagen, ich hatte immer Kartenlack. So ein gutes Kartenlack hatte ich lange nicht mehr gewonnen. Hast du mich in zwei Zügen besiegt, Alter? Was zum Teufel? Alter, weißt du, ich denk mir so, boah, Five Headbrain, geil, Fusion. Machst du jetzt und dann holst du dir den Finsternisdrachen, und wenn du den Finsternisdrachen hast, hast du eigentlich schon gewonnen. Ja. Ich hatte auch echt Karten, dann muss ich irgendwo zugeben. Alter, das ist halt nicht mehr Kartenlang, das ist halt. Das ist super cool, die Modernisation, aber sonst im Zweifelsfall ich nie auf der Hand. Das ist halt wirklich selten, jetzt hatte ich es einfach mal. Ich hätte auch sonst ein Monster beschworen, das machen zu können, aber so ging's ja auch. Alter, das war ja komplett GG, ey. Ja, ich fange mal als zweites an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du wieder Kartenlack hast und ich habe Kartenlack. Ich weiß es nicht. Okay, Alter, what the fuck? Die Karten hatten ja nie alle drei auf uns gleich. Hä? Die haben nie im selben Moment auf der Hand. Okay. LOL. Okay, jetzt ist David Kartenlack. Jetzt passiert das andersrum gleich. Ich spiele erstmal Visionsheld Vion. Ich aktiviere seine besondere Fähigkeit. Ich kann einen Elementarhelden von meinem Deck auf den Friedhof legen. Okay. Mache ich mit Elementarheld Schattennebel. Wenn der auf dem Friedhof ist, kann ich mir einen Elementarhelden auf die Hand packen. Beziehungsweise einen Helden. Eine Heldenkarte. Okay. Ich entscheide mich für Böser Held Injustice Gold. Ja? Okay. Ich aktiviere auch seine Fähigkeit. Wenn ich ihn auf den Friedhof lege, kann ich finstere Zauberrufe auf die Hand nehmen. Okay. Ich bin verwirrt. Ja, Visionsheld Vion hat noch eine zweite Fähigkeit. Wenn ich jetzt nämlich den Schattennebel, den ich gerade mal auf den Friedhof gelegt habe, aus dem Spiel entferne, darf ich mir auch nochmal Fusion auf die Hand nehmen. Ich hasse Elementar-Decks manchmal. Ja? Weil ich selber eins habe und ganz genau weiß, was hier alles kommt. Na, jetzt spiele ich noch Fusion. Ja? Hast du ja auch vorhin auch gemacht, deswegen will ich jetzt auch mal so anfangen. Echt? Krass, okay. Ne? Das habe ich gerade eben ja auch schon gemacht. Ich spiele. Es entsteht jetzt mal wieder Elementarheld absoluter Nullpunkt. Und der PC hat mich heute aber mit dem. Obwohl ich dieses Deck hatte, besiegt, weil ich echt richtig krasses Pech hatte. So, weil mein schwungvoller Saat übrigens auf dem Friedhof gelandet ist, kann ich noch zwei Karten ziehen, wenn ich dafür eine ablege. Ja. Und mehr mache ich nicht. Alles gut. Okay. Mehr kann ich dann nicht.
Okay, bist du bereit? Hä? Es eskaliert, komm. Wir sehen. Oh, lol. Okay, ne, kann ich es nicht machen. Ich muss mal dazu echt ein Deck bauen. Ein Themendeck. Aber das ist jetzt kacke. Das kann ich jetzt gar nicht spielen. Also eigentlich kann ich hier jetzt nicht das zeigen, was ich eigentlich zeigen wollte. Okay. Das ist jetzt belastend. Egal. Egal. Tu mir einfach mal so, als hätte ich das getan und du wärst voller Staunen. sag mal, boah, krass, ey. Wer kommt jetzt? Ich erwarte es. Was kann der schwarze Stein der Legende denn? Ja, du weißt ganz genau, was er kann. Boah, hab ich vorhin auch schon gesehen. Ah, ne? Ja, ich bin gerade einfach nur gedacht, dass ich einfach nur Scheiße gebaut habe. Achso. Ja, deswegen bin ich gerade so. Okay. Ja, ich beende mein Zug hier an der Stelle. Mhm. Guti, ich spiele Elementarheld Stratos. Dadurch, dass ich einen Helden auf meinem Feld habe, kann ich noch eine Zauber- bzw. Fallenkarte auf deinem Feld zerstören in der Anzahl der anderen Helden außer ihm. Also eine, ja. Passt du jetzt genau. Ja. Okay, die Karte hatte ich auch schon mal gesehen. Kenn ich. Mhm. Dann. Boah, kannst du noch den zweiten Effekt aktivieren, ne? Nee, der hat nur einen. Alles gut. Ich muss mich entscheiden, will ich nicht nehmen. Okay. Nee, ich bin ja ein ganz netter eigentlich. Ja, eigentlich. Sagen wir mal. Ja, eigentlich. Spiel mal finsterer Zauberruf, ja? Hast du vorhin schon mal gehört, dass ich mir ihn auf die Hand genommen habe? Kannst du dir finstere Fusion auf die Hand holen? Machst nee, das gilt quasi als finstere Fusion. Wenn ich jetzt nämlich Justice Gold aus meinem Friedhof und den Regenbogen Finsternis Drachen auf meiner Hand, beide aus dem Spiel entferne. Kannst du Regenbogen nie aus dem Spiel, hab ich recht? Nein. Kann ich den bösen Helden Malicious Bane spielen? Er hat auch eine besondere Fähigkeit. Er kann jedes Monster auf deinem Feld zerstören und kriegt dafür Angriffspunkte. Also 200 kriegt er nur dazu für jedes. Ja? Also jetzt nur 200 dazu bekommen, ist chillig. Ich greife jetzt mit allen einfach mal an. Ja? Nicht so spektakulär wie gerade eben. Also easy. Weißt du, ich geb mir Mühe, 5 Tage lang wirklich ein Deck zusammenzubauen, ne? Mhm. Und Yannick übertreibt mal wieder komplett. Ja, sorry. Ich kann gleich nochmal mit meinem Fun-Deck spielen. Oder nächstes Mal, je nachdem. Ich kann es nicht fassen, dass ich das schon wieder tun muss. Und David, ich hab nie das Fusion noch auf der Hand, die wollte ich auch noch machen. Nein! Was, Alter? Ich hab gegen beide verloren. Oh, Sven. Hm. So, Svenny. Svenny? Kackchen oder da? Ich bin da. Okay. Dein gib mir mal, Alter, war das krass. Gib mir mal eine Sekunde Zeit. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Sven wollte, ich glaube, dass ich was krasseres auf den weißen Drachen, ne? Das war wild, also. Ich muss jetzt kurz mal. Das ist das erste Mal, dass ich im zweiten Zug gewonnen habe, im Übrigen. Also, das war wirklich Kartenlack. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me,